Vorteil errungen. Und den können wir jetzt klaglos ausnutzen und mal richtig auf die Pauke hauen. Das machen wir jetzt auch. Und zwar mit Musik von einem Mann, der hätte auch ein großes Jubiläum gefeiert, und zwar geburtstäglicherseits, und zwar im Januar diesen Jahres, wäre 80 Jahre alt geworden. Leider ist er schon 1977 von uns gegangen. Und die Frage stellt sich, bei welchem Künstler wird sein Geburtstag noch 38 Jahre nach seinem Tod weltweit gefeiert? Wer ist das? Elvis Presley, richtig. Von ihm werden wir jetzt was spielen, und wir spielen es deutlich lauter als vorhin. Denn das haben wir uns verdient. Und ihr dürft ein bisschen in die Hüften schwingen. Seid bereit, Leipzig! Ja!